herzlich Schwein und willkommen zu einer neuen Folge Sommerland. Yo, ich brauche erstmal kurz eure Hilfe beim Tor. Und zwar soll das auch so ein Holzschwingtor sein? Nee, das hat ein Gitter. Hat einfach ein Gitter, ne? Wasser muss ja floaten können. Ich würde sagen, über dem Wasser, das ist bei diesen Hafentoren meistens, ist das massiv. Und unten ist halt so Gitter, damit man nicht durchschwimmen kann. Sieht in Minecraft aber doof aus. Lass doch einfach nur ein Gitter machen. Nein, das sieht scheiße aus. Warte. Also, du kannst total leicht durchbrechen. Wieso, wenn's. Hä, wieso kann man da leicht durchbrechen? Ich suche gerade nach einem Hafentor. Aber in so einem Wasser gibt's gar nicht so viele. Gib mal ein Mittelalter-Hafentor ein. Mittelalter-Hafentor. Hafentor. Ja, die meisten sind irgendwelche Tore, die am Hafen stehen, aber nichts, was den Wasserweg blockiert, was du hier findest. Vielleicht gab es sowas einfach nicht. Ich glaube auch, also, weiß nicht, das wurde dann wahrscheinlich anders gelöst. Kennst du den Film Waterworld? Nein. Der ist gut. Also ich würde vorschlagen, wir machen so eine Kombi aus Eisenblöcken und Eisenbars. Nee, Eisen, ich würde ein Holztor machen schon. Ja, oder dann so ein Holzgerippe dazwischen, aber nicht so... Ja. Ich spiele die Folge übrigens mal wieder in Initiative. Blöcke oder Stämme? Ich glaube, Blöcke sehen besser aus. Ne? Ey, warum nicht? Natürlich. Hä? Warum du nicht kennst? Verbindet er sich? Nee. Oh, er verbindet sich nicht mit Eisenbars. Das soll er auch nicht. Wer redet denn von Eisenbars? Hä, ich denke ein Gitter. Ein Gitter aus Holz. Ach so, ich hätte jetzt gedacht, ein Eisenbar-Gitter. Das ist aber ein Gatter, kein Gitter. Eben ein Gatter. Aber wie stellst du dir das mit Fans vor? Jetzt zeig mir mal, wie das geschlossen aussehen soll. Also ich gehe noch mal kurz rüber, guck mir die Form drüben an, aber man könnte es ja hier auch eckiger machen und dann ist das echt so ein Fallding oder so. Ich zeig dir, wie ich mir das kann man das machen, dass das in den Boden reinfährt von der Logik her? Ja, ne? Wieso soll es denn nach oben? Nein, kann man nicht. Nee, ist nicht kein Sinn. Nach oben ist richtig scheiße. Wie willst du aber das untere denn vor Wasser einlegst schützen? Ja, ist halt alles nass. Nee, dann gammelt das Holz, aber das kannst du nicht machen. Solange es dauerhaft nass ist, ist glaube ich egal. Nein, es wird modrig. So bestiegen so. Müssen auch ausgetauscht werden nach einer Zeit. Es geht, der wird halt nach einer Zeit ausgetauscht. Richtig. Dann wird es halt ausgetauscht. Dann wird es Diskussion. Hilfe. Ja. So, da hatte ich noch einen Vorsatz und dann oben. Eigentlich nur. Das waren Slabs oben, das war der Punkt. Slabs und dadurch dann quasi zwei diagonale Blöcke. Hast du mir gerade einen Entwurf dann? Scheiße, jetzt habe ich wieder vergessen zu gucken, welche Holzart es denn war. Welche Holzart ist denn wahr? Sollte aber definitiv so abgerundet in den Ecken sein. Was meinst du in den Ecken oben? Ja, so. Sieht einfach das besser aus. Oak und das ist Spruce. Okay. Ich mal, was den krassesten Entwurf seit es Hafentore nicht gibt. Nicht gibt. Ja, es gab sicher irgendwo mal Hafentore. Alter, Alexandria muss Hafentore gehabt haben. Wieso? Weiß nicht, weil es eine riesige Stadt am Meer war. Aber bei Rome hat man nie Hafentore. Das stimmt. Wobei, ich stelle es auch ein bisschen schwierig, die Dinger zu öffnen, weil du musst ja, guck mal, stell dir vor, du musst ja diese ganzen Wassermassen, die dazwischen sind, quasi da wegschieben. Außer du hast unten ein Gitter. No. Was hältst du so? Was halte ich so? It's Rainland Time. Mach mal komplett, damit kann ich nicht einschätzen. Willkommen zu Regenland. So, bitte. Erstmal an der Nase kratzen. Gut, dass wir keine Facecam haben. Doch, du hast noch eine tolle Story. Hey, warte, wir müssen jetzt erstmal hier die Torsache klären. Ja, machen wir so. Warte, jetzt gleich schaue ich. Jetzt muss ich nur noch. Wobei von den Wood-Sorten eigentlich Spruce am besten passen würde, weil das sieht auch so ein bisschen modrig aus. Ja. Aber wir haben ein Problem. Ja? Ja. Was denn? Obwohl, nee. Na doch, dann muss das hier anders sein, weil... Hey, sieht cool aus.
Weil wenn wir es konsequent unseren Stil der Mauer durchziehen, ja, müsste hier Holz sein. Die müssen Tore links und rechts daneben. Dort. Warte. Türme. Doch. Das, nee, und der Punkt ist ja auch, dass da, warte, ich mach das schon. Das ist ja noch gar nicht richtig hier alles. Ich mach das schon relativ ähnlich dem drüben, aber es fährt halt nach unten runter, oder? Mal nach oben, das sieht ja richtig kacke aus. Das geht theoretisch gar nicht. Achso, der Cornel, wir müssen auf jeden Fall noch ein richtiges Torhaus da drauf machen, oder? Ja. Wie kommt denn da ein Torhaus da? Das muss schon nach oben reinfahren, eigentlich. Ja, das ist aber, das kann nicht so groß sein. Obwohl. Wie sieht denn ein Torhaus aus? Also, das verstehe ich gerade irgendwie nicht so ganz. Nimmst du gerade auf? Ja. Scheiße. Nee, gar nicht. Anni nimmt doch auf. Eben. So, shit. Ich mach gerade ihn nicht hier. Torhaus ist grob gesagt. Ja, aber jetzt nochmal zum Gatter. Fährt das jetzt nach unten oder nach oben? Aber oben sieht doch komisch aus. Dann müsste ich ja da drüber stehen. Machen wir gerade mal ein paar Screenshots, weil ich ja die ganze. Guck mal, ich hab hier sogar was aus Minecraft. Wow, Alter, du crush voll die Ideen, ist voll illegal. Ich schick mal bei Skype. Aber quasi dieses Gebilde über dem Tor ist das Tor. Warte, gib mir ganz kurz. Ja, also ich sag nicht, dass wir es so bauen sollen wie auf dem. Machst du gerade Weiterbildung für Kian? Ich will ihm nur näher bringen, was, um was es sich bei einem Torhaus handelt. Da oben sind dann quasi Leute, die dann das Tor. Also da ist so ein richtiger Raum drüber halt. Genau. Ja, aber trotzdem fährt das Gitter nach unten, ja? Nee. Was? Du kannst kein Gitter nach unten fahren lassen. Warum nicht? Verstehe ich nicht. Weil da matschig ist. Außerdem ist das Holz, Kian. Holz schwimmt auf Wasser. Das wirst du nicht nach unten lassen können, das Gitter. Mit den Gegengewichten. Dann setze ich das wieder halt durch Iron. Aber wie geht das nach oben, bitte? Dann kann da ja auch kein Haus drauf sein. Natürlich, da geht das Tor doch hoch. Aber jetzt überleg mal, das Ding ist 1, 2, 7 hoch. Ja, das ist krass. Da müssen wir ein bisschen cheaten. Dann ist halt. Obwohl, nee, wir wollen es auch hochfahren lassen können. Und vor allem, wie hoch kann es hochgefahren werden? Boah, ist ein Schiff. Sagen wir mal so. Mit eingeklapptem Mast da durchpasst. Na, wir wollen vielleicht sagen, dass es dann. Dass dann die unterste Ebene ist. Also so, ne? Ja, genau. Das heißt dann 1, 2, 3. Ja, das geht sogar. Dann würde es bis hier hochstehen. Ja, das ist doch perfekt. Gut. Aber wenn die Türme daneben stehen, sieht das auch nicht mehr komisch aus. Weil, das muss ich jetzt ja wohl nicht mehr erwähnen, dass ich das mit Command-Blöcken machen werde. Nee, Kian, das ist wahrlich redundant. Redundant. Ich würde komische Geräusche machen. Ich hatte nur abfällig gelacht. Hey, Andi, Initiative. Wollen wir hier hinten so eine Art Mini-Park machen? Hier hinten kommt erstmal ein kaputter Baum hin. Wir können da ja eine Bank drunter machen. Warte mal, wie war das denn? Und dann einen kaputten Baum. Neben einem abgebrannten Haus. Total einladend. Ruby, what a Ruby Romantic. Ruby Romantic? Wie ist denn das da? Jetzt bin ich ja überfordert. Das Haus, Alter, das Haus ist böse, Totenköpfe. Schon ein bisschen Death, ey. Gefällt mir richtig, richtig Death Metal ist das hier drin. Death Metal. Warum sehen denn Matti Cobwebs anders aus als andere? Connected Textures. Ja, also so random Textures mäßig. Genau. So, richtig geil. Zwei Doppeldinger und dann ein Verkehr drum. Okay, hab ich richtig. Ein abgefackelter Baum, darunter kommt die Bank. Nein, hier kommt keine Bank hin, Alter. Okay. Wo sollte hier eine Bank hin? Ich weiß nicht. Schieß schon ein paar Lager. Ja. Alter, unsere Stadt ist einfach so geil. Schon so. So, da geht's einen runter. Hä? Wieso passt das denn nicht? Bin ich blöd? Und wie ist dieses Armviertel einfach krass hübsch? Ist halt so. Dadurch, dass es einfach so viel Grün gibt. Ja. Ich mag sowas. Ich auch. So, okay, hat so ein bisschen was Dörfliches hier hinten fast. Ja. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen verwirrt. Wovon? Davon. Ja, da müsste doch.
Das ist der, das ist der. Auf der Stair-Rückseite ist noch eine. So. Also da oben. Die hier. Und jetzt? Hier ist sowieso, da ist das gar nicht so. Bin ich jetzt verwirrt? Bin ich jetzt verwirrt, vielleicht? Ich glaube schon, dass du verwirrt bist. Ich bin ganz schwer verwirrt. Kian ist verwirrt. Kian blätzt sich selbst. Ach, scheiße, ist ja die Innenseite. Schwachsinn. Ach, nee, hä? Nee, was verstehst du? Verstehst du? So, jetzt nochmal. Pass mal auf, ey. So, wo bin ich denn jetzt hier? Was versuchst du überhaupt gerade zu machen? Irgendwie dieses Muster wieder an der Seite. So, also eigentlich ist ja hier die Fundamenthöhe. Auf der Fundamenthöhe Stair, umgedrehte Stair, Stair, umgedrehte Stair. Aber warum passt das nicht? Ach. Hat er sich immer angepasst? Wir sind ja hier einen runtergerutscht. Ja. Also, soll das so sein, dass hier die Mauer wieder einen runtergeht? Mhm. Obwohl, durch das Haus wird das quasi aufgehoben. Also, mach so, wie es dir am besten gefällt. Also, ganz ehrlich, ist es nicht sowieso besser, wenn das Gatter so ist? Also, einen schwebt? Ich meine, Nee. Wir haben doch jetzt eh gesagt, es soll nicht ins Wasser, oder? Warum? Was würde es denn für einen Unterschied machen? Sieht doch besser aus. Naja, dann wird's länger. Ja, aber es sieht besser aus. Mimimi. So, dann sagen wir jetzt halt, wir gehen hier einen runter. Aber man muss da auch schon früher runtergehen. Musste schon mit dem Fundament runtergehen, quasi hier. Mhm. Da. Ich fang mal an, dieses Wachhäuschen hinten zu bauen. Wachhäuschen? Do it. Dass Dings hier rauskommt. Das gehört ja irgendwie auch noch dazu, meinte Andi. Genau. So, ich verteile mal Glowstone in der Mauer. Das hört sich nach einer Aufgabe an, der du würdig bist. So, Ja, aber nicht hier vorne. Ich mache auch mal wie so ein Heavy. Wobei, doch, kannst du machen. Scheißegal, du entfernst es einfach wieder. So, so ist es jetzt richtig. Wobei, ich glaube, ich dem mir spare dann. Hä, hey, was ist mit F3 los? Ah, nee, ich bin einfach... Was soll mit F3 los sein, Junge? Alles gut. So. Now I fixed it. So. Da oben, genau. Hier wird nie wieder ein Viech spawnen. Not on my watch. Not on my beleuchtete Mauer. So. Tom, wie weit bist du eigentlich bei Game of Thrones? Alter, ich bin letzter Zeit immer so spät ins Bett gegangen, dass ich gar nicht mehr dazu kam, weiterzuhören. Oh Mann, ich will nicht, dass du Hörspiel hörst. Ja, Hörbuch. Und dann will ja quasi dann hinterher sozusagen die Serie angucken. Also erst das genau. Buch und dann hinterher die Staffel. Die Serie ist aber krass gut. Also wenn man Fantasy mag, dann muss man Game of Thrones gucken, das ist einfach so. Das ist quasi Pflichtprogramm, wie Herr der Ringe. Bis auf das bei Game of Thrones die Lieblingscharaktere sterben. Alle. Stimmt bei Herr der Ringe eigentlich irgendein Lieblingscharakter? Nein. Na, Boromir vielleicht, aber den mag man sowieso nicht so gerne. Ja, der wird ja relativ schnell unsympathisch gemacht. Das kriegt er ja ganz gut hin. Ja, der JK. Aber es wird gemunkelt, dass Sean Bean irgendwie immer stirbt in seinen Filmen, wo er mitspielt. Er stirbt. Ich weiß, ich spoilere dich nicht. Hast du recht, der stirbt relativ oft. Der spielt ja auch bei Silent Hill mit und da stirbt er auch. So, passt das jetzt hier. Dann mal hier wieder diese. Der spielt übrigens auch bei Game of Thrones mit. Spielt er den Ned? So. Und dreimal darfst du raten, was passiert. Ich denke, bei Game of Thrones geht es sowieso darum, ne? Es werden nur Leute getötet. Nee, es geht halt um Intrigen und bla und blub. Leute werden getötet. Ja, so in etwa. Und Inzest. Nee, und das ist nur zwischen Jamie. Höre ich mir das an. Nein, das ist nur zwischen Jamie Lannister und seiner Schwester. Delicious.
Nur die haben Inzest. Ah, das Haus ist direkt mit der Mauer connected. Ja. Connected textures. So. Und hier in der Mauer ist dann so ein Aufgang zum Häuschen. Das Häuschen, genau. Zack, passt das jetzt. Also ich bin so stolz auf unser Tor. Ja. So, warte, jetzt mach ich das da weg. Zack. Weil jetzt könnte man es so machen. Ja, ballert, Bruder, ballert. So. Andis Wagen wird vorgefahren. Ist auch wahrscheinlich Andis Tuner-Nachbar mit dem Opel Corsa. Das war bei Kian dann. Das war bei Kilian. Ja, bei Andi hört man nie Autos. Ja, ich sag doch, bei mir ist es wie Dorfstimmung. Hört man nie Autos? Ja, dafür habe ich, hab ich aber. Du hast bloß Sirenen. Dafür habe ich keine Insekten bei mir. Das stimmt. Janisch. So, dann geht das hier so rüber. Sieht ja auch nur daran, dass mein Balkon nach hinten raus ist. Und das ist saugeil. Mit dem Fenster. Ah, nee. Ich hab übrigens keine Uhr gestellt. Ich schon. Gut. Einmal mit Profis dabei. Ich stell mir aus Prinzip einfach keine Uhr. Nicht so schlau. Warum nicht? Weiß ich nicht. Weil ich es kann. Nicht so schlau. Because I can. Du ist das gar nicht. Da ist das. So. Sinon ist der und jetzt den Nippel, die Nippel. Hä? So. Okay. Hä? Aber ohne Witz, ich überlege gerade mal einen Film, wo er nicht stirbt, also dieser Typ. Ja, so viele Filme mit ihm kenne ich jetzt auch wieder nicht. Doch, es gibt noch so ein paar, noch so einen schlechten mit ihm. Es gibt wirklich keinen schlechten. Ich will da immer sterben. Ich so, ich nehme nur Rollen, wo ich sterbe. Moment mal. Das ist wahrscheinlich nur ein Oscar für den tragischen Tod. Stimmt. Da ist die Slapshot. Der Hurensohn mit R. Hä? Was ist denn da los? Oh, ich wünschte, ich könnte kopieren. Oh. Was soll ich denn sagen, Kian? Ja, was? Ich wünschte, ich hätte World Edition, dann könnte ich meine Bäume einfach hinsetzen und dann die. Wobei, würden nicht so geil aussehen, glaube ich. Merkst du was? Da kommt wieder die gute Handarbeit durch. Ja. So, zwei Quality Stairs. Handmade. Slabs und dann passt das eigentlich. Du setzt mein Schild. Warum hast du dich zu mir geportet? Alter, weil ich dann nicht fliegen muss. Dann fühlt sich immer gleich wieder beobachtet. Wie fliegen? Wo warst du denn? Ich war drüben beim Stadttor. Ach so. So, da sind. Ach, da sind Slabs drauf. So wird ein Schuh draus. Zack, zack. So. Jetzt können wir schon wieder Folge beenden. Das ist krass, ey. Warte, jetzt muss ich mir kurz eine Idee präsentieren. Nee. Was haltet ihr davon? Was teilt das so hübsch? Dann sieht das nicht ganz so kastig aus. Alter, was ist das für ein komisches Haus? So ein Wachhaus halt. Ich weiß nicht, das sieht einfach so komisch aus. Da wohnt der Pförtner drin. Was ist jetzt der Trenner? Ich finde den komisch. Ich finde den gut. Ich nicht. Vor allem dadurch hast du so eine riesig hohe Etage, Anni. Das ist totaler Bullshit. Nee, hab ich ja so oder so. Der kann er dann direkt von da aus in das Torhaus reingehen. Eben, darum geht's ja. Hier ist quasi nur Treppenhaus drin. Und da muss er 24/7 da sein, falls mal Notfall ist und er das Tor nachts aufmachen muss. Alarm! Genau. Alarm! Falls er Kian spielen muss. Na gut, aber jetzt beenden wir erstmal die Folge. Genau, also gönnt euch ein Abo oder lasst es bleiben. Bis zum nächsten Mal.